Apfelwein, lange Tische, urige Atmosphäre und viele Gespräche. So geht es tatsächlich täglich in zahlreichen Apfelweingaststätten zu. Um den Bembel herum wird noch gebabbelt. Das veranlasste den Frankfurter Moderator und Urgestein Bernd Reisig zur eigenen Apfelwein-Edition. Ja, es ist schon ein tolles Gefühl. Also ich habe ja schon viel gemacht in meinem Leben, habe auch schon die ein oder andere Trophäe mal bekommen, irgendeine Auszeichnung für Goldene Schallplatten oder was weiß ich. Aber eine eigene Apfelweinmarke habe ich noch nie und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Also jetzt irgendwie so eine Apfelweinflasche, die im Supermarkt steht, mit meinem Konterfei und mit meiner Bembel- und Gebabbel-Sendung, das macht mich schon stolz. Zwei Dinge, die zusammengehören. Apfelwein und Frankfurter Gebabbel. Und schon war die Idee des sendungseigenen Apfelweins geboren. Der Bernd hat ja die Sendung Bembel mit Gebabbel gemacht. Da gehört natürlich ein Apfelwein dazu. Da hatten wir normal unseren ganz normalen Apfelwein hingeliefert. Und dann kam aber die Idee irgendwann, mal beim dritten Apfelwein, dass wir mal so eine Sonderedition für ihn machen. Und für die experimentierfreudigeren Apfelweintrinker gibt es also sozusagen ab heute die Gelegenheit, das spezielle Stöffle mal zu probieren. Na gut, ich bin ja gebürtiger Hesse, gebürtiger Frankfurter und bin sozusagen mit dem Apfelwein schon in der Flasche großgezogen worden. Von daher, der Apfelwein gehört zu Frankfurt und ich glaube auch, dass es ein wirklich tolles Getränk ist. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich so eine Flasche selbst rausgebracht habe, sondern weil ich eigentlich auch am meisten, wenn ich abends was trinke, ist es Apfelwein. Und was ist jetzt das Besondere am Bembel und Gebabbel Apfelwein? Also wir haben einfach geguckt, dass wir einen ganz milden Apfelwein rausgesucht haben bei uns im Keller, weil Bernd ja viele Gäste auch außerhalb Hessens haben, die Apfelwein gar nicht kennen. Und dann ist so ein milder Apfelwein natürlich ein bisschen bekömmlicher, als wenn man einen sehr trockenen Apfelwein nimmt. Na, den Besuchern hier hat der Apfelwein auf jeden Fall schon mal geschmeckt.